Hallo, wir sind hier heute in Berlin und ich habe einen ganz interessanten Gast, der sich auch gleich selbst kurz vorstellen wird. Und meine Frage an Sie, was kann die Politik tun, um den Tourismus in Deutschland weiter zu befördern? Vielen Dank, Frau Hiller-Ohm. Ja, Dirk Bremer, Präsident des Travel Industry Clubs. Wir haben heute die Freude gehabt, hier beim Tourismusausschuss des Bundestages den Travel Industry Club etwas vorzustellen. Und ein bisschen was über Digitalisierung zu erzählen, aber konkret, um auf Ihre Frage einzugehen. Ich glaube, wichtig für die Tourismusindustrie ist, dass die Politik die Rahmenbedingungen entsprechend setzt, Innovation gerade in Zeiten der Digitalisierung fördert, um es so der Tourismusindustrie in Deutschland zu ermöglichen, auch gegen die Marktbegleiter aus dem Ausland und gegen die großen IT-Anbieter wie Google, die ja in diesen Segmenten auch extrem stark sind, weiter bestehen zu können und ihre Position zu festigen, wenn nicht gar auszubauen. Ich glaube, Tourismus ist ein extrem wichtiger Bestandteil der deutschen Volkswirtschaft, der häufig leider Gottes unterschätzt wird, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beschäftigten, aber auch auf die Summe der Ausgaben, die damit verbunden sind. Wenn wir uns das alles mal anschauen, ich habe gerade gelesen, in der letzten Woche, die Deutschen geben im Jahr so um die 56 Milliarden für Urlaubsreisen aus, im Ausland nochmal 26 Milliarden. Wenn wir dann nochmal die Ausgaben für Geschäftsreisen nehmen, die auch nochmal um so 50 Milliarden legen, dann glaube ich, merkt man, um was für einen großen Bereich der deutschen Volkswirtschaft wir hier sprechen. Wichtig also, Politik sollte Rahmenbedingungen setzen, um Innovation und Kreativität in dieser Branche weiter zu fördern und Wettbewerbsfähigkeit auch in der Zukunft zu geben. Ja, herzlichen Dank. Also ich sehe schon, wir haben auch in der nächsten Legislaturperiode noch viel zu tun, um den Tourismus in Deutschland weiter auf Vordermann und Vorderfrau zu halten. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.